Φύσαει κόντρα σε όλα και γη. Τα άγρια πετουμένα δε βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής της υγής. Ich hab keine Panik. Und ich glaube, wir brauchen überhaupt keine Panik. Niemand Panik haben. Europa muss überhaupt nicht Angst haben. Die griechische Linke ist eigentlich Hoffnung für ganz Europa. Ich sehe einen möglichen Wahlsieg von Syriza am kommenden Sonntag sogar als eine Chance für die europäische Wirtschaftspolitik. Zumal wir wissen, dass die Griechen eigentlich jede Menge von Opfern bereits erbracht haben. Jene, die tatsächlich hätten zahlen sollen, in der Vergangenheit nicht bezahlt haben. Und da kann man also sicherlich nicht sagen, dass die, die wenig haben, dann die Rechnung dafür zahlen sollen. Ein Wahlsieg von Syriza ist einfach ein Wahlsieg der ökonomischen und politischen Vernunft. Eine neue Diskussion über das bis jetzt sehr falsch gelaufene Budgetpolitik Europas. Ländern Sparvorgaben zu machen, sie dazu zwingen, sich aus einer Krise herauszusparen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und wenn sich die Menschen das jetzt nicht gefallen lassen, was die aktuelle Regierung anrichtet, auch teilweise mit Zutun der Europäischen Union, dann ist es ein gutes Recht, dass man zur Wahl geht und dann was anderes wählt. Bildung, Arbeitsmarktpolitik oder Flüchtlingshilfe, also all das müssen wir neu diskutieren. Es muss es für den Staat möglich sein, auch zu investieren, ohne dann mit der Peitsche der Europäischen Union davon dafür bestraft zu werden. Weil ich gegeben die derzeitige Politik in Europa, nämlich die Austeritätspolitik, nicht erkennen kann, wie Griechenland seine Schuldenquote, die ja bei rund 175% des Bruttoinlandsproduktes, abbauen soll. Ja, das muss ja nicht nur in Griechenland passieren, das gilt ja auch für andere Staaten. Weil Schulden, mit denen ausschließlich verantwortungslose Banken finanziert werden, das sind ja nicht Schulden der Menschen, sondern das sollten ja Schulden der Banken bleiben. Daher wird man über eine teilweise Tilgung der Schulden, über Streckung der Rückzahlungen unbedingt nach einem möglichen Wahlsieg von Syriza in Europa diskutieren müssen. Rechte Mehrheiten gefährden unsere Demokratie. Aus diesem Grund brauchen wir linke Mehrheiten, die für das Wohl der Menschheit, die für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eine Lebensqualität sichern können, die die Menschenrechte und Minderheitenrechte natürlich sichern können. Ich möchte vor allem den jungen Griechinnen und Griechen Mut zusprechen, wirklich Veränderung zu wählen. Ich kann nur sagen, die Solidarität von hier aus, von Wien, von Österreich ist einfach da. Ich wünsche den griechischen Wählern viel Erfolg am nächsten Sonntag bei der Wahl eines neuen Systems. Ich denke, das gibt hier noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Viele solidarische Grüße aus Wien, besonders aus Otterkring, und wir werden es am Sonntag schaffen. Ich bin hinter euch. Ich hoffe, dass ich Syriza durchsetzen kann, weil ich damit sehe die Chance, dass sich die Wirtschaftspolitik in Griechenland und in Europa ändern kann. Ich bin jedenfalls sehr hoffnungsvoll, dass das der Fall sein wird. Ich wünsche euch, dass ihr so standhaft bleibt, dass ihr euch dafür entscheidet, dass ihr euch traut, Demokratie einfordert und diesen Sparwahnsinn beenden wollt und Vorreiter da in der Europäischen Union seid. Ich würde einfach alle bitten, die Demokratie ist in Griechenland erfunden worden, dass sie auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und zur Wahl gehen. Also liebe Griechinnen und Griechen, fürchtet euch nicht vor Europa, wenn ihr Syriza wählt. Es gibt viele in Österreich und in der ganzen Europäischen Union, die sehr froh sind, wenn ihr diesmal was Vernünftiges macht. Glaubt an eine Hoffnung, glaubt an eine Veränderung. Nur mit eurer Stimme könnt ihr was bewegen. Nur mit eurer Stimme könnt ihr eine Lebensqualität erreichen. Und nur mit eurer Stimme könnt ihr die Welt einfach verändern. Bis